Erik Stoffelshaus, früherer Manager des FC Schalke 04, ist offenbar Kandidat für den Posten als neuer Sportdirektor bei Manchester United. Nach Informationen von Spox und Goal steht der 48-Jährige auf der Liste des englischen Fußballrekordmeisters, der seine sportliche Leitung neu aufstellen will. United ist auf der Suche nach mehr Fußballkompetenz. Der Sportdirektor soll bei der Kaderplanung eng mit dem mächtigen Vizepräsidenten Ed Woodward zusammenarbeiten. Stoffelshaus hat sich dem Bericht zufolge bereits mit Verantwortlichen der Red Devils getroffen. Für die Woche nach Neujahr seien weitere Gespräche geplant. Der gebürtig aus Mülheim an der Ruhr stammende Weltenbummler hatte zuletzt knapp 2 Jahre erfolgreich bei Lokomotive Moskau gearbeitet, am Freitag aber seinen Abschied aus der russischen Hauptstadt bekannt gegeben. Ich habe entschieden, dass nach 2 wundervollen Jahren in Moskau die Zeit für etwas Neues in meinem Leben gekommen ist, schrieb Stoffelshaus bei Instagram. Auch mit seinem früheren Arbeitgeber Schalke wird Stoffelshaus seitdem in Verbindung gebracht. Die Königsblauen suchen einen Kaderplaner, der Sportvorstand Christian Heidel entlastet. Stoffelshaus arbeitete seit 1998 zunächst als Jugendtrainer bei den Knappen und stieg später zum Assistenten des damaligen Managers Andreas Müller auf. In dieser Funktion war er unter anderem für die Verpflichtungen von Heiko Westermann, Ivan Rakitic, Jermaine Jones und Jefferson Farfan mitverantwortlich. 2009 verließ er den Revierclub.